Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Social Media A-Vorlesung Teil 7. Das war gerade High Contrast, The Original Doctor mit dem passend betitelten Song Time is Hardcore. Ich hoffe, Ihnen wird nicht langweilig im Lockdown. Es gibt ja zum Glück genügend Online-Angebote. In unserer Vorlesung beschäftigen wir uns heute weiter mit dem Thema Werbung. Ich habe ja ganz zu Beginn einleitend gesagt, Social Media teilt sich in unterschiedliche Kommunikationsbereiche. Da ist zum einen die organische Social Media Kommunikation, die Inhalte, die man eben postet und die sich dann verbreiten oder nicht verbreiten. Wie weit sie sich verbreiten, wie viele Personen diese Inhalte zu Gesicht bekommen, hängt in der Regel von den Reaktionen des eigenen Netzwerks ab. Also sprich, je mehr meiner Freunde auf Like klicken oder einen Kommentar schreiben, desto größer die Reichweite der Beiträge. Und so kommt auf Social Media auch virale Reichweite zustande, eben durch viele Reaktionen. Das sind, wenn man sich die Gesamtmenge aller Social Media Postings ansieht, aber durchwegs die Ausnahmen. Ein beträchtlicher Teil der Postings bekommt nur ein relativ kleiner Teil der Freunde zu Gesicht. Das ist das System im privaten Bereich. Das funktioniert grundsätzlich für Unternehmen bzw. Company Pages ganz ähnlich. Nur gibt es hier eben zusätzlich die Möglichkeit, bezahlte Werbung zu schalten. Also wenn Sie so wollen, diese Reichweite, die man auf organischen Wege nicht bekommt, einzukaufen bei den Netzwerken. Das heißt, wir haben in den Newsfeeds, wenn man das mal abstrakt betrachten will, zwei Kriterien, welche Inhalte angezeigt werden. Zum einen sehen Sie eine Auswahl, die an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst ist. Das funktioniert je nach Netzwerk etwas unterschiedlich. Wenn Sie an Facebook denken, da sehen Sie weit, also zum größten Prozentsatz, wenn Sie es als privater Nutzer verwenden, die Status-Updates Ihrer Freunde. Ein Teil, je nachdem wie vielen oder ob Sie überhaupt Company-Pages folgen, werden Sie auch das eine oder andere Company-Page-Update sehen. Und ein Teil der Inhalte Ihres Newsfeeds ist bezahlte Werbung, eben auch als Werbung gekennzeichnet. Auf LinkedIn funktioniert das grundsätzlich ganz ähnlich. Auf YouTube, wenn Sie da einen Kanal abonnieren, ist der Button sozusagen zweigeteilt. Sie können entweder den Kanal unter Anführungszeichen nur abonnieren, indem Sie auf Subscribe klicken, oder zusätzlich eben auch die Notifications für neue Videos abonnieren. Das ist dann besonders praktisch, wenn der Lieblings-YouTuber gerade ein Video hochlädt und man eigentlich was anderes zu tun hätte. Es ist immer eine gute Ausrede, natürlich auf die kleine Notification zu klicken. Aber letztendlich, auch wenn Sie YouTube aufrufen, ist die Startseite eine Auswahl an Videos, die sich zum einen aus diesen Kanälen, die Sie abonniert haben, speist und zum anderen aus Empfehlungen. Und diese Empfehlungen wiederum setzen sich letztendlich auch aus den Videos zusammen, die Sie angesehen haben, und auch aus Ihren Reaktionen. Also sprich, wenn Sie Videos kommentieren, wenn Sie Videos liken, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Videos desselben Creators in Zukunft auch auf der Startseite sehen, aber zugleich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Videos mit ähnlichen Inhalten sehen. Woher weiß jetzt YouTube, was diese ähnlichen Inhalte sind? Da gibt es mittlerweile schon verschiedene Systeme. Zum einen natürlich spielen die Schlagwörter eine große Rolle. Interessanterweise wertet YouTube den Inhalt der Videos nicht aus. Sie wissen ja, die Technologie der Spracherkennung bzw. der automatischen Übersetzung von Sprache in Text funktioniert mittlerweile recht gut. Sogar auf Osttirolerisch habe ich bei YouTube mal ausgetestet. So werden automatisch die Untertitel erstellt. Die werden aber derzeit noch nicht indexiert. Für die Auffindbarkeit der Videos sind in erster Linie die Titel und die Beschreibungen wichtig, und ob ein Video relevant oder zielgruppengerecht ist, errechnet YouTube dann neben den Inhalten, neben den Schlagworten auch wiederum aus den Reaktionen. Natürlich immer in Relation. Bei diesen Reaktionen, bei den Interaktionen sind die Prozentzahlen sehr wichtig. Also sprich, wenn Sie einen Channel betreiben mit 1000 Followern, einen Nischen-Channel mit sehr spezifischen Inhalten, dann sind das natürlich vollkommen andere absolute Zahlen als bei einem Lifestyle-Channel mit 3 Millionen Followern. Aber es geht eben um die Prozentzahlen, wie viele Personen, die Ihr Video zu Gesicht bekommen, reagieren darauf. Bei den Videoplattformen haben wir neben den klassischen Social-Media-Reaktionen, die ich vorhin angesprochen habe, übrigens auch die Verweildauer. Spielt auch eine sehr beträchtliche Rolle, wie lange jemand ein Video schaut. Das ist so ähnlich wie bei Google bei der Suche. Sie öffnen eine Webseite, da misst Google auch,
Wie lange bleiben Sie auf der Webseite? Suchen Sie nochmal nach demselben Thema, nehmen Sie die nächste Webseite. Bei Videos ganz genauso, Sie öffnen ein Video, schauen Sie es ein paar Sekunden, schließen Sie es dann wieder, schauen Sie es bis zum Ende an. Daraus ergeben sich natürlich dann auch vollkommen unterschiedliche, ich sage mal, Nutzungsmuster oder Nutzungszeiten je nach Genre. Wenn jemand kurze 2-Minuten-Tipps hochlädt, dann wird er auf wesentlich weniger Stunden pro Monat kommen, als jemand, der beispielsweise Häkeltutorials hochlädt, die mehrere Stunden dauern und auch in voller Länge gesehen werden. Das sind also alles diese Daten, die im Laufe der Nutzung entstehen und die in Summe, im Zusammenspiel, wenn Sie so wollen, aus Ihrer persönlichen History und den Reaktionen Ihrer Freunde sowie den Reaktionen des gesamten Netzwerks dann letztendlich definieren, was Sie zu Gesicht bekommen. Natürlich haben diese ganzen Social-Media-Plattformen auch Suchfunktionen. Auf YouTube spielen die sogar eine ganz beträchtliche Rolle. Facebook vielleicht etwas weniger, abgesehen von der Personensuche. Das heißt, theoretisch könnten Sie jetzt auch nach bestimmten Inhalten suchen, entweder via Autorname oder auch via Schlagworten aus dem Inhalt. Aber wenn wir uns die Nutzung anschauen, der überwiegende Teil der Nutzung von Social-Media-Plattformen basiert über den Newsfeed. Bei YouTube noch am relativ wenigsten, weil hier, wie gesagt, die Suche die größte Rolle spielt. Und das ist also die eine Sache, dieses System der Inhaltsdistribution. Und dann haben wir zum Zweiten hier die Werbung. Rotzlöffel fragt, heißt das, dass YouTube dann zum Beispiel kürzere Videos, wenn man x Minuten ein Video abbricht? Es sind sehr viele Faktoren, die da reinfließen. YouTube verrät das genaue Modell auch nicht. Was ich sicher weiß, weil ich bei einer Konferenz einen Facebook-Vortragenden darüber sprechen gehört habe, der für Video zuständig ist. Wenn Sie auf Facebook regelmäßig kurze Tipp- und Tutorial-Videos sehen, Sie kennen das vielleicht eh, Burrito in einer Minute, diese kurzen, schnell geschnittenen mit Musik, diese kurzen Videos, und längere Videos, die, sage ich mal, 5 oder 10 Minuten dauern, tendenziell überspringen oder überklicken, dann wird Ihnen Facebook verstärkt kurze Videos vorschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass YouTube das auch so macht, kann aber nicht konkret sagen, ob das so ist. Generell versuchen diese Plattformen natürlich immer, uns den Inhalt zu liefern, der uns am, ich sage mal, genehmsten ist. Nicht als Altruismus selbstverständlich, sondern was passiert, wenn Sie hier Inhalte bekommen, die Sie interessieren, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie draufklicken. Wenn Sie jetzt an ein Video denken, Sie schauen das bis zum Ende und Sie bekommen Empfehlungen oder in der berühmten Seitenleiste links werden wirklich passende Videos angezeigt, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da draufklicken. All das in Summe erhöht Ihre Verweildauer, also die Zeit, die Sie auf der jeweiligen Seite verbringen. Und diese Verweildauer ist natürlich wiederum, und da sind wir jetzt auch bei der Brücke zur Werbung, ein ganz, ganz wichtiges Monetarisierungskriterium. Wir haben auf Social-Media-Plattformen unterschiedliche Formen von Werbung. Die eine Sache, oder ich sage mal, worüber wir uns auch letzte Woche hauptsächlich unterhalten haben, die typischste oder spezifischste Form, oder die Social-Media-typischste Form der Werbung ist eben die Werbung direkt im Newsfeed. Das ergibt sich daraus, dass, wie gesagt, ein Großteil der Nutzung über diesen Newsfeed passiert. Das heißt, Sie öffnen LinkedIn, Sie öffnen Facebook und Sie schauen da mal auf der Startseite, was gibt es denn so an Neuigkeiten. Scrollen da mit dem Daumen durch, wenn Sie es auf Ihrem Smartphone machen, oder mit der Maus oder mit dem Mausrad, wie auch immer, und schauen da rein. Jetzt erlauben Facebook und LinkedIn und in gewissem Maß auch YouTube, dass sie auf dieser Startseite ihre Werbung platzieren, und die Idee ist recht ähnlich, könnte man mal sagen, wie im klassischen Medienbereich. Wenn Sie eine Tageszeitung oder ein Magazin zur Hand nehmen oder eine Fernsehsendung schauen, dann wird die Werbung dort platziert, eben in der Hoffnung oder in der Annahme, dass Sie das jeweilige Medienprodukt aufgrund der Inhalte konsumieren und die Werbung Ihnen sozusagen, ja, dabei unter Anführungszeichen untergeschoben wird. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf die Inhalte, aber beim Überblättern oder eben beim Zeitverbringen vom Fernseher ist es unvermeidlich, auch die Werbebotschaft mitzubekommen oder mit aufzunehmen. So ähnlich funktioniert das auch im Newsfeed, auch YouTube in dieser Hinsicht etwas anders, weil natürlich durch das Videoformat andere Werbeformate relevant sind. Stichwort Pre-Rolls oder Mid-Rolls, also diese kurzen Werbeclips vor den YouTube-Videos oder auch aus Unterbrecherwerbung, die wir alle so gern mögen. Aber auch da geht es eben letztlich darum, im Prinzip ist dasselbe, Sie schauen sich dieses Video, außer Sie schreiben gerade Ihre
Bachelor- oder Masterarbeit über Videowerbung ja nicht an, um die Werbung zu sehen, sondern aufgrund der Inhalte, und diese Werbung wird Ihnen da untergeschoben. Jetzt ist es natürlich auch klar, wenn man unter Anführungszeichen den Nutzer oder den Medienkonsumenten zwingt, diese Werbung anzusehen, dann wird das natürlich grundsätzlich mal nicht zu einer besonders freundlichen, entspannten Haltung führen. Man akzeptiert die Werbung. Es gibt andererseits auch technische Vorrichtungen, die helfen, die Werbung auszublenden. Stichwort Adblocker. Aber abgesehen davon, dass wir grundsätzlich uns für die Inhalte interessieren und nicht primär für die Werbung, spielt da ein Faktor oder ein Kriterium rein, das ganz, ganz wesentlich ist, nämlich wie gut kann ich oder wie viel weiß ich über eine Person, wie viel weiß ich über die Präferenzen und Interessen einer Person und wie zielgenau kann ich ihm oder ihr aufgrund dieser Präferenzen Werbung anbieten. Wenn wir das wieder vergleichen mit dem klassischen System, ich habe das auch letzte Woche schon angesprochen, es gibt natürlich im analogen Mediensystem spezialisierte Medien, die breiter aufgestellt sind. Eine Tageszeitung hat ein wesentlich breiteres Zielpublikum als eine spezifische Fachzeitschrift und ihre Targeting-Möglichkeiten bestanden im Wesentlichen darin, die passenden Medien auszuwählen. Social Media erlaubt Targeting auf persönlicher Ebene. Das bedeutet, sie stellen ihre Zielgruppe oder ihre Zielgruppen, also die Personen, die ihre Werbung zu Gesicht bekommen sollen, egal ob das jetzt eben ein Unterbrechervideo auf YouTube ist oder eine bezahlte Anzeige im Facebook Newsfeed, sie stellen diese Target Audiences oder Zielgruppen nach bestimmten Kriterien zusammen. Welche Kriterien das sind, hängt vom jeweiligen Netzwerk ab. Wenn Sie in diesen Netzwerken Werbung schalten, dann haben Sie eine Reihe von Kriterien zur Verfügung. Da gehören in der Regel immer so die grundlegenden demografischen Daten dazu. Alter, Geschlecht, Wohnort, also geografische Daten in einer bestimmten Genauigkeit spielt natürlich auch eine große Rolle. Und dann gibt es zusätzliche Daten, beispielsweise Schulabschluss, je nach Netzwerk unterscheiden, manche bieten das an, manche oder höchster Schulabschluss. Und dann gibt es noch eine Reihe von weiteren Daten, von Interessens- oder Präferenzdaten. Und da muss man jetzt auch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Systemen. Wenn Sie auf Facebook Werbung schalten und bietet Ihnen Facebook an, Ihre Werbung, wie gesagt, zuerst einmal demografisch einzuschränken. Sie könnten jetzt sagen, ich möchte diese Werbung nur in Österreich oder nur in Niederösterreich oder nur im Umkreis von 30 Kilometer um St. Pölten schalten. Wählen gegebenenfalls das Alter aus und wählen dann bestimmte Interessen aus. Sagen wir mal abstrakte Interessen. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Schweißgas, also Gas für Schweißgeräte. Dann werden Sie vielleicht mit schauen, ob es Interessen gibt wie Schweißen. Also ein Real-World-Beispiel, ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht, eine Kampagne. Ich war überrascht, wie genau das Targeting von Facebook da ist, wieder mal. Sie könnten vielleicht nach Metallverarbeitung schauen, Sie könnten auch nach bestimmten Berufen targeten, eben je nachdem, was Ihnen das Medium anbietet. Jetzt wissen Sie natürlich, dass die Ansprache in der Werbung ganz unterschiedlich ist und Sie könnten jetzt auch hergehen und sagen, und das ist immer die Frage, ob das hängt eben davon ab, wie gut Sie Ihre Zielgruppe kennen, ob das begründete Annahmen sind. Sollte ich einen jüngeren Schweißer, sagen wir mal, in der, vielleicht von Lehrling bis zu junger Berufseinsteiger von 16 bis 20, sollte ich dem ein anderes Werbesujet zeigen als seinem Chef? Wer ist überhaupt zuständig für den Gaseinkauf? Welche Zielgruppe ist da relevant? Das heißt, ich werde schauen, welche Targeting-Möglichkeiten bietet mir das jeweilige Netzwerk an und welche Botschaft ist für diese Zielgruppe relevant. Und dann platziert man eben diese Werbung. Jetzt können Sie leicht einsehen, aufgrund der Komplexität dieser Zielgruppenerstellung schalten Sie in der Regel für sehr, sehr individuelle Zielgruppen. Das heißt, Sie können auch mehrere Kriterien kombinieren und jetzt eben sagen, ich möchte Schweißexperten in der Gegend von St. Pölten erreichen, die weiblich sind und sich auch für Haustiere interessieren. Das ist jetzt ein recht abstruses Beispiel. Das wird eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe ergeben. Die eine Targeting-Möglichkeit ist diese interessensbasierte Geschichte. Eine zweite Targeting-Möglichkeit ist aufgrund von Präferenzen, die diese Personen auf den jeweiligen Netzwerken gezeigt haben. Sie können auf Facebook beispielsweise auch Werbung in der Art und Weise schalten, dass Sie sagen, ich möchte die Werbung allen Freunden jener Personen anzeigen, die bereits Fan meiner Company-Page sind. Oder ausgehend von der Idee, wenn eine Person Fan ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sich in ihrem Freundeskreis auch Personen befinden, die sich für ähnliche Themen interessieren.
Man muss dabei grundsätzlich mal unterscheiden, und da gibt es auch große Unterschiede eben zwischen Facebook und beispielsweise LinkedIn, die Daten, die Sie da auswählen oder diese Targeting-Kriterien, wie kommen die zustande? Wenn Sie Ihre Facebook-Kampagne für die angesprochenen Schweizer online stellen, dann, oder anders gefragt, woher weiß Facebook, dass jemand als Schweizer arbeitet oder sich für diesen Bereich interessiert? Im Fall von Facebook sind das in der Regel nicht Daten, die die Nutzer selber eingegeben haben. Das heißt, sie haben nicht irgendwann aus einer Liste ausgewählt, ich interessiere mich für Schweißen oder ich arbeite in einem Unternehmen als Schweißer, wie auch immer, sondern aufgrund ihrer Facebook-Nutzung, sie haben vielleicht die eine oder andere einschlägige Herstellerseite abonniert oder reagiert auf Status-Updates aus diesem Themenbereich, sind mit Unternehmen gefolgt und daraus schließt Facebook dann, aha, der interessiert sich für dieses Thema. Dabei kommt es natürlich immer wieder zu Fehlzuordnungen, wenn man, sieht man auch sehr deutlich, wenn man regelmäßig Online-Marketing-Workshops hält und bei einem Unternehmen, so wie ich jetzt beispielsweise ein paar Tage bei einem Unternehmen bin, das bestimmtes Produkt verkauft und man zeigt dann Suchmöglichkeiten und so weiter vor, schaut sich verschiedene Seiten an, dann bekommt man in der folgenden Zeit auch dementsprechende Vorschläge und Werbung angezeigt. Dieses individuelle Targeting ist auf der einen Seite eine sehr mächtige Möglichkeit, gut überlegt zusammengestellten Zielgruppen sehr nahe an die, an die eigene Audience ranzukommen und eben den Personen, die Werbung sehen, dann letztendlich auch anzeigen zu können, auf die sie mit höherer Wahrscheinlichkeit reagieren, sage ich mal. Auf der anderen Seite geht es in der Werbung, in der Online-Kommunikation natürlich nicht nur um den Verkauf von Produkten und den Verkauf von Dienstleistungen. Politische Werbung spielt ebenfalls eine große Rolle, denken Sie an die Wahlzeiten. Und gerade in diesem Kontext bietet Social Media natürlich ganz besonderen Sprengstoff oder ganz besondere Herausforderungen. Sie können nämlich aufgrund derselben Nutzungsdaten, aufgrund dieser Präferenzprofile recht leicht herausfinden, welche politische Richtung jemand tendiert, sage ich mal. Das mag für einzelne Personen nicht hundertprozentig stimmen, aber in einer großen Masse lässt sich das schon ganz gut sagen. Da gibt es zum einen recht triviale Faktoren, wer ist Fan oder wer war Fan der HC Strache-Page, dann kann man vermutlich ein gewisses Naheverhältnis zur FPÖ nachsagen, dasselbe mit Sebastian Kurz oder irgendeiner SPÖ-Page. Und diese Daten sind vielleicht nicht so zuverlässig, vielleicht haben Sie die Seite auch nur abonniert, weil sie sich politisch am Laufenden halten wollen, ohne ideologischen Background. Aber das ist ja nicht der einzige Indikator. Es gibt eine ganze Reihe von Nutzungsszenarien. Und diese Clusterung, diese Big Data Analyse funktioniert in der Regel tatsächlich sehr gut. Sowohl im klassischen Marketing als auch im politischen Bereich. Je mehr Sie über eine Person wissen, desto genauer können Sie die natürlich mit Werbung ansprechen. Wir sind jetzt gewohnt, in unserer klassischen Denkweise, wenn wir an Kampagnen denken, an politische Kampagnen vor Wahlen beispielsweise, dass sich Kandidaten mit einer bestimmten Botschaft positionieren, diese Botschaft vertreten und dann am Tag der Wahl oder vorher bei Briefwahl stimmt die Wählerin oder der Wähler eben ab. Die politischen Kandidaten nutzen dazu die verschiedenen Plattformen, da gehören Live-Diskussionen im Fernsehen genauso dazu wie Wahlplakate und alles Mögliche, um ihre Botschaft eben zu positionieren. Social Media unterscheidet sich insofern, als es einzelnen Kandidaten ermöglicht, unterschiedliche Botschaften für unterschiedliche Zielgruppen zu platzieren. Denken Sie beispielsweise an eine recht weit rechts außen positionierte Partei, die aufgrund des gesellschaftlichen Klimas, sich bei den öffentlichen Plakaten unter Anführungszeichen zurückhalten muss. Wenn ich an die letzte Wien-Wahl denke, da war die FPÖ mit den, denken Sie an die Schwarz-Weiß-Farbplakate und den ausländischen Arbeiter mit der Schuhkarre voller Geld, die waren da natürlich schon, sagen wir mal, für den Mainstream der Gesellschaft relativ radikal, aber wir wissen von AfD und so weiter, das geht auch noch viel radikaler. Jetzt können diese Parteien hergehen und rausfinden zuerst, wer ist denn ohnehin schon relativ rechtsgesonnen und diesen Personen sehr viel, unter Anführungszeichen, schärfere Anzeigen anzeigen. Ich nehme nur die FPÖ als Beispiel her, weil das natürlich gerade im rechten Bereich in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Die sind da recht firm in dieser Art von Nutzung technischen Medien. Aber das gilt natürlich ganz genauso für alle anderen Parteien.
Und das, wenn Sie sich diese Situation jetzt vorstellen, das stößt in zwei Hörner sozusagen. Zum einen, wir wissen aus der klassischen Wirkungsforschung, dass Nutzer tendenziell Medien eher verwenden, um ihre Meinungen zu bestärken, als ja, um ihre Meinungen zu ändern. Medien wirken eher als Meinungsverstärker. Und zum anderen, in unserer Vorstellung der demokratischen Verfasstheit unserer Gesellschaft, die auf die griechische Teilung von öffentlich und privat letztendlich zurückgeht, also der Demos, das Volk, die Demokratie, spielt sich auf der Agora ab, auf dem öffentlichen Platz. Wir leben nun schon eine Weile nicht mehr in übersehbaren Dorfgemeinschaften, sondern unsere politischen Strukturen erstrecken sich über größere Gebiete, selbst in einem kleinen Land wie Österreich. Und wenn Sie so wollen, haben Medien, vorher analoge, nun auch digitale Medien, bis zu einem gewissen Grad diesen Platz der Agora oder des öffentlichen Raums, in dem eben politische Standpunkte verhandelt werden, eingenommen. Und das kann man durchaus als problematisch ansehen, wenn hier Subdiskurse entstehen. Sie kennen vielleicht Corinna Milborn Puls 4, also mittlerweile in der Geschäftsführung von Puls 4 und Chefredakteurin des Puls 4 von 7One Media Infobereich, heißt das, glaube ich. Die hat da auch sehr interessante Dinge drüber publiziert, weil sie sich ja politisch selbst sehr engagiert und sich mal dafür interessiert hat, wie es dazu kommt, dass nicht wenig Personen sehr eigenartige Meinungen über Statistiken, Zuwanderung, Kriminalität und so weiter haben. Und sie hat dann was ganz Interessantes gemacht. Letztendlich hat sie mit jemandem, der kommentiert hat bei ihr, ist sie in Streit geraten, wäre das falsche Wort, ins Diskutieren gekommen. Und das hat dann darin kulminiert, dass sie, glaube ich, zu ihm nach Hause gefahren ist oder sie sich im Kaffeehaus getroffen haben und sie sich seinen Facebook-Feed angeschaut hat und sehr überrascht darüber war, dass er vollkommen andere politische Werbung da drin sieht als sie. Und nachdem ja, wie gesagt, politische Information, Medien als vierte Säule der Demokratie, ist das durchaus ein ganz spezifisches Problemfeld. Grundsätzlich funktioniert diese Werbung technisch gesehen nach denselben Gesetzmäßigkeiten, die ich vorher erklärt habe. Das heißt, es ist eine Frage des Targetings. Und eines muss ich natürlich auch noch dazu erwähnen, wenn Sie auf Social Media Werbung schalten, dann targeten Sie nicht einzelne Personen, sondern Sie targeten nach bestimmten Eigenschaften. Facebook hat eine Mindestgröße, also Sie dürfen auch nicht zu genau targeten. Wenn ich jetzt weiß, Sie leben in einem kleinen Dorf und interessieren sich für Hamsterzucht und ich stelle Targeting-Kriterien so ein, dass letztendlich nur Sie diese Werbung sehen. Ich glaube, die Mindestgröße bei Facebook ist 200 für eine solche Zielgruppe. Frage. Anina fragt, kann man nicht bei Instagram-Werbung Werbeanzeigen auch angeben, dass man Personen targeten will, die die eigene Seite in diesem vergangenen Zeitraum besucht haben? Jawohl, dazu komme ich gleich. Ich möchte noch der Reihe nach machen. Das stimmt, absolut. Minority Report 2002 hat da viel vorweggenommen. Und ja, Cambridge Analytica war wirklich das Thema, das, sage ich mal, diese Problematik mit dem Facebook-Targeting ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht hat. Zuerst mal zu den Seiten besucht. Das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, war das Targeting basierend auf Daten, die Nutzer entweder selber eingeben. Bei LinkedIn, wenn Sie Werbekampagnen schalten, dann gibt es dieses System wie bei Facebook, dass Facebook die Interessen zuordnet im Hintergrund nicht, sondern sie targeten im Wesentlichen nach Daten, die Personen selber eingegeben haben. Aber es geht eben immer um eine Art des Targeting. Daneben gibt es noch eine zweite Werbemöglichkeit. Das ist jetzt nicht ganz so Social Media spezifisch, das sogenannte Retargeting. Technisch gesehen müssen Sie sich das so vorstellen, dass Sie auf Ihrer Webseite ein Pixel einbauen, also ein JavaScript-Code, der wird auf der Webseite eingebaut und wenn dann jemand Ihre Webseite besucht, der zugleich auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn, die verschiedenen Netzwerke bieten das alle an, eingeloggt ist, dann sieht unter Anführungszeichen dieses Script, aha, dieser Nutzer ist auf Facebook und hat meine Webseite besucht und speichert dann diesen Nutzer in einer Zielgruppe. Was bedeutet das? Sie als Webseitenbetreiber sehen dann nicht den Namen des Nutzers, Sie sehen eigentlich gar nichts, aber Sie können dann Werbeanzeigen schalten für alle Personen, die in einem bestimmten Zeitraum Ihre Webseite besucht haben. Sie können das, je nachdem wie viele Besucher Ihre Webseite hat, auch noch wesentlich feiner granulieren und sagen, ich möchte diese Werbeanzeige nur Personen anzeigen, die diese spezifische Unterseite meiner Webseite besucht haben oder ich möchte sie nur Personen anzeigen, die meine Newsletter abonniert haben. Sie können das mit anderen Aktionen verknüpfen.
Man bezeichnet das auch deshalb als Retargeting oder Remarketing, weil es ja darum geht, dass Sie Personen, die eben bereits einmal Ihre Webseite oder Ihre Webproperty besucht haben, wieder erreichen. Das wird, wie das festgestellt, nein, in dem Fall nicht über die IP, sondern bei dem normalen Retargeting-Pixel wird das über Login-Cookies festgestellt. Dieses JavaScript kann auslesen, ob Sie in Facebook eingeloggt sind und bekommt eine anonymisierte IP, Entschuldigung, nicht IP, eine anonymisierte Zahlen-ID, anhand derer Sie diese Zielgruppe wieder ansprechen können. Ein ähnliches System bieten diese Netzwerke auch an, wenn Sie bereits Adressdaten haben. Wenn Sie eine Liste haben mit E-Mail-Adressen, dann können Sie diese Liste auch bei Facebook hochladen und sagen, ich möchte meine Werbung nur den Personen in dieser Liste anzeigen, und wenn diese E-Mail-Adresse einem Facebook-Konto zugeordnet ist, funktioniert auch dieser Weg. Das war bis vor der DSGVO in großem Stil auch üblich, allerdings seit der DSGVO, wenn Sie zurückdenken in unsere DSGVO-Einheit, eines der Prinzipien ist ja, dass Ihre Daten nur unter relativ strengen Bedingungen überhaupt einmal gespeichert werden dürfen und nur mit ganz expliziter Zustimmung weitergegeben werden. Ich bin der Meinung, dass diese Form des Hochladens von Zielgruppen sehr problematisch ist, weil letztendlich müssten Sie die Personen vorher fragen, darf ich deine E-Mail-Adresse bei Facebook hochladen, um die Werbung anzuzeigen? Anstatt zu fragen, können Sie an dieser Stelle eigentlich gleich die Werbung anzeigen. Aber das sind eben die verschiedenen Targeting-Möglichkeiten. Jetzt gibt es bei diesem Retargeting noch eine weitere ganz interessante Option. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Pixel eingebaut. Ich habe auf meinem Blog eine Seite, auf der ich meine LinkedIn-Workshops bewerbe und verkaufe, und ich könnte jetzt hergehen und dieses Tracking-Pixel hier einbauen und allen Personen, die in den letzten 3 Monaten diese Seite besucht haben, eine Werbung anzeigen, also sich während Lockdown-Special, Workshop 10% billiger, zum Beispiel. Da wäre ich sicherlich relativ nahe an der Zielgruppe, weil die Tatsache, dass diese Personen meine Webseite besucht haben, zeigt ja, dass sie sich grundsätzlich für das Thema interessieren. Ich kann jetzt aber auch hergehen und sagen, ich habe diese Gruppe, sagen wir mal, das waren 300 Personen, die in diesem Zeitraum diese Seite besucht haben, und ich möchte meine Werbung jetzt nicht nur für diese Personen schalten, sondern für diese Personen und Personen, die diesen Personen möglichst ähnlich sind. Das nennt man Lookalike Audiences. Was bedeutet möglichst ähnlich? Facebook analysiert dann, das sind nicht bestimmte Kriterien. Facebook geht dann nicht her und sagt, aha, die sind im Durchschnitt 38 Jahre alt, also suche ich mir jetzt Leute mit 38, sondern Facebook schaut, welche Gemeinsamkeiten haben diese Personen in der Zielgruppe. Wenn beispielsweise 300 dieser, von den 300 Personen sich 150 für starke Interessensüberschneidungen haben, dann geht Facebook her und sucht wiederum ähnliche Personen und zeigt ihnen auch die Werbung an. Diese Lookalike-Audiences sind insofern ein recht interessantes Tool, als Sie als Marketer letztendlich eigentlich ganz ohne klassisches Targeting Werbeanzeigen schalten können und an die Problematik, die richtige Zielgruppe zu erwischen, wenn Sie dieses Retargeting-Pixel verwenden, eben an die entsprechende Zielgruppe auslagern. Überlegen Sie, Ihnen ist das sicher aufgefallen, in den letzten Monaten haben viele Webseiten diese Cookie-Notice umgestellt. Früher war das der Standard-Klick auf OK, jetzt sieht man da häufig Fenster, bei denen unterschiedliche Arten von Cookies angeboten werden. Ich glaube, die Sie sehen hier dieses Cookie-Auswahl bearbeiten. Und da gibt es eben unterschiedliche Arten von Cookies. Es ist noch nicht ganz klar, wie genau man das auftrennen muss, aber die verwenden in dem Fall keine Social Media Cookies hier. Aber wenn Sie, und da sehen Sie es auch bei den meisten Webseiten, Webseiten, die diese Retargeting oder Retracking Pixel eingebaut haben, die müssen das auch in der Datenschutzbestimmung angeben. Und Sie können jetzt als Nutzer, wenn Sie da alles abhacken, dann können Sie auch sagen, ich möchte auf diese Art und Weise nicht getrackt werden. Tut bislang allerdings aber nur ein relativ kleiner Prozentsatz an Nutzern. Das heißt, zusammenfassend gesagt, Social Media Werbung zeichnet sich durch 2 Spezifika aus. Zum einen das bereits in der letzten Einheit angesprochene flexible Preismodell. Ein Marktplatz. Preise regeln sich durch Nachfrage, da ja der Werbeplatz, und in dem Fall nicht der Platz, aber die
Zeit die Nutzer verbringen, der Werbespace, das gesamte Volumen an Werbung begrenzt ist, treibt stärkere Nachfrage den Preis eben in die Höhe. Und zum Zweiten haben sie sehr andere Targeting-Möglichkeiten. Wie bereits hier vorher im Chat angesprochen, Cambridge Analytica hat im Zuge des Verdachts der Wahlmanipulation hier für Schlagzeilen gesorgt. Sie können das auch alles sehr detailliert nachlesen und ganz kurz zusammengefasst. Cambridge Analytica war ein Unternehmen, das gibt es mittlerweile nicht mehr, das verschiedene Facebook-Apps auf den Markt gebracht hat, diese klassischen Gratis-Apps, welcher Superheld bin ich, oder diese Tests, die sich recht schnell verbreiten. Und wenn jemand, das war zu dem Zeitpunkt, als Cambridge Analytica dieses Businessmodell betrieben hat, wenn jemand zu dem Zeitpunkt eine App installiert hat, mittlerweile, wenn Sie eine Facebook-App installieren, dann müssen Sie sehr viel detaillierter festlegen, welche Rechte diese App haben soll. Damals war das, ja, ich sag mal, hat sich niemand großartig Gedanken darüber gemacht. Und die Schnittstelle hat so funktioniert, dass wenn jetzt jemand die App installiert hat, dann konnten Sie auch auf viele Daten seiner Freunde zugreifen. Und genau das hat Facebook, genau das hat Cambridge Analytica genutzt, diesen Faktor, um personalisierte Zielgruppen zusammenzustellen, also um nachzuschauen, welche Präferenzen haben Personen, und diese Zielgruppen haben sie dann an interessierte Kunden oder Personen, die eben interessiert waren, politische Werbung zu schalten, verkauft. Was ist daran problematisch? Nun, zum einen, und das ist, denke ich, der zentrale Punkt, dass so gut wie keinem Facebook-Nutzer außer den Programmierern, die sich wirklich im Detail mit dieser API befasst haben, klar, dass wenn ich so eine Spaß-App installiere, wie viele Daten ich damit freigebe. Das ist der eine problematische Punkt. Der zweite Punkt, und ich erinnere Sie daran, zu diesem Zeitpunkt war die DSGVO noch nicht in Kraft, der zweite, noch wesentlich problematischere Punkt ist, ich könnte ja sagen, ich installiere diese App und okay, fein, können alle meine Daten haben, da ist eh nur Krempel eingetragen, bei mir auf Facebook ist sowieso nur ein Fake-Konto, ist mir wurscht. Aber sie würden trotzdem zugleich, oder sie haben damals, zum damaligen Zeitpunkt, potenziell sehr viele Daten aller ihrer Freunde, Bekannten freigegeben damit. Das heißt, sie haben dann nicht mehr selber die Kontrolle, sondern wenn irgendeiner meiner Freunde diese App installiert, dann ja, werden meine Daten dadurch auch zugänglich. Das alles hat zu einem ziemlichen Aufschrei geführt einerseits. Man kann auch sagen, dass dieser Imageverlust oder Imageschaden, den Facebook dadurch erlitten hat, nach wie vor spürbar ist, unter anderem war eine der Nachwirkungen ein Hearing oder besser gesagt eine Serie von Hearings im amerikanischen Kongress, wo eben auch einige Politiker darauf aufmerksam wurden, dass hier möglicherweise ja, etwas fishy ist, und Mark Zuckerberg sagte dann auch vor dem Kongress aus, auf technischer Ebene hat das dazu geführt, dass Facebook im Umgang mit der API sehr viel strikter geworden ist, wenn sie früher konnte letztendlich jeder eine Facebook-App anlegen ohne große Kontrollen. Mittlerweile gibt's da, müssen sie den Ausweis hinschicken, ihre Firma registrieren und so weiter und bekommen nur mehr mit sehr ausführlichen Begründungen Zugriff auf bestimmte Services, eben um diesen Zugang einzuschränken, um es zu verunmöglichen, dass Dritte sich hier wie in einem Datenselbstbedienungsladen eben bedienen. Man muss auch sagen, Facebook hat in dem Sinn nichts verdient an Cambridge Analytica, die haben das System einfach nur ausgenutzt. Aber wie gesagt, diese Hearings von Herrn Zuckerberg im Kongress waren eine der Folgen, und ich habe auch hier, weil es einen ganz guten Einblick gibt in die Komplexität von Online-Werbung, ich habe hier einen kurzen Clip vorbereitet, der ist entstanden im April 2018, wurde auf CBS News gesendet, und der republikanische Senator Joseph Kennedy aus Massachusetts fragt hier Mark Zuckerberg eben nach Facebook-Werbung, ist passiert im Zuge dieses Hearings. Dauert 4 Minuten. Schauen wir uns das mal an. Relativ legendär diese Hearings vom Kongress. Gibt es auch in voller Länge auf YouTube zu sehen. Es gibt auch einige ältere Congressmen, die selber keine Hardcore-Social-Media-Nutzer sind und eigenartige Fragen stellen. Aber letztendlich, was diese Hearings gezeigt haben, es ist ein komplexes Thema, das, wie gesagt, sich nicht in 2-3 Sätzen darstellen lässt und daher vielleicht auch, und das ist, denke ich, eine Dimension des Datenschutzes, die man auch im Hinterkopf behalten muss, die sich auch nicht gut für Sloganisierung auf kurzen Plakaten und so weiter eignet. Ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe da vorhin noch eine Frage übersehen, ob das bei WhatsApp
auch so ist oder war, eben mit diesen APIs. Wort API steht für Advanced Programming Interface, also Programmierschnittstelle, und bedeutet letztendlich Undock-Möglichkeiten für Software an bestehende Systeme. Also mit anderen Worten, diese API ist das technische Tool, mit dem man auf Facebook über diese Daten zugreift. Und ja, das stimmt, da gab es bei WhatsApp in der Vergangenheit auch einiges an Löchern. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit die mittlerweile gestoppt sind. Sie müssen auch überlegen, das sind nicht nur äußerst komplexe Systeme, sondern Facebook hat die Facebook-Software selbst geschrieben, selbst in-house entwickelt, aber Instagram wurde eingekauft, Instagram wurde zugekauft, WhatsApp wurde genauso zugekauft. Das heißt, sie bekommen da natürlich auch einen Code, eine Codebasis, die muss erstmal analysiert werden. Solche komplexen Systeme bieten oft Schlupflöcher, und natürlich gibt es genügend Marketer, nachdem der Bedarf auch da ist, die versuchen, solche Schlupflöcher zu finden und auch entsprechend auszunutzen. Genau, die Frage ist legendär. Wer denn fragt, wie sich Facebook finanziert, das ist natürlich auch ein großes, großes Missverständnis. Es ist ja mittlerweile der Spruch sehr gängig, dass man sagt, oder wird gern zitiert auch bei Konferenzen oder Vorträgen über Privacy: wenn ein Online-Service gratis ist, dann bist du das Produkt. Also der Nutzer bezahlt mit seiner Nutzung oder bezahlt mit seinen Daten. Es ist nicht gratis. Und letztendlich steht natürlich auch die Frage dahinter: wären wir bereit, Geld für Facebook zu bezahlen, wenn denn Datenschutz garantiert werden könnte, oder für andere Social Media Services? Ich persönlich finde die Frage immer sehr, sehr naiv, weil da geht es ja jetzt weniger darum, wie viele Nutzer wären bereit, 5 oder 10 oder 20 Dollar im Monat zu bezahlen. Für Facebook vermutlich niemand. Instagram, das schaut wohl wieder etwas anders aus. Aber man müsste das natürlich gegenüberstellen mit: wie viel bringt ein Nutzer dem Unternehmen? Also wie viel verdient Facebook oder wie viel verdient Instagram an einem Nutzer im Monat? Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Zahlen. Je nachdem, welche Region Sie sich anschauen, kann man sich auch leicht vorstellen, in der westlichen Welt, in den Ländern mit hohen Einkommen, ist das wesentlich mehr, weil die Werbepreise entsprechend höher sind. In Regionen mit niedrigerem Einkommen ist das deutlich weniger. Aber das sind auch schon relativ alte Zahlen. Das war schon ziemlich, ja, in den ersten Jahren von Facebook im Monat deutlich im zweistelligen Bereich. Das wird auch nicht weniger geworden sein. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, wenn man wirklich dieses Einnahmemodell von Facebook oder von den Social Media Networks ansieht und durch die Zahl der aktiven Nutzer dividiert, wäre natürlich interessant zu wissen, welche monatliche Zahl da rauskommt. Die verdienen wirklich sehr viel Geld mit dieser Form der personalisierten Werbung und mit dieser Analyse von Daten. Bevor wir uns das jetzt noch in der Praxis anschauen, hier noch ein kurzer Clip vom Herrn Zuckerberg. Da geht es jetzt um das, der ist etwas jünger, aus dem Jahr 2019. Wir run Ads and Art, genau. Ja, wie gesagt, der zweistellige Betrag, aber wirklich nur in den Top-Märkten. Und man muss natürlich auch sagen, diese Berechnung enthält immer einen relativ hohen fiktiven Anteil. Die eine Sache ist, wie viel effektives Werbegeld kriege ich daraus, und die andere Sache ist, das rechnet Facebook natürlich auch rein, wie viel erhöht jeder Nutzer den Gesamtwert des Unternehmens, also den Stock Value sozusagen. Dieser zweite Clip hier, da geht es wiederum um Facebook, und zwar um die Beeinflussung oder eben Nicht-Beeinflussung von Wahlen. Das ist ein Beitrag von Today. Und Mark Zuckerberg verteidigt hier, und ich finde mit einer nicht uninteressanten Begründung, die man durchaus diskutieren kann, warum er kein Problem in politischer Werbung sieht auf Facebook. Warum? Eine Argumentation, der man sich durchaus anschließen kann. Denken Sie dran, Social Media befindet sich im Graubereich, in dieser Grauzone zwischen Medium und Infrastruktur. Grundsätzlich haben wir es hier mit technischen Infrastrukturen zu tun, die aber natürlich auch Kennzeichen von Massenmedien haben. Wenig überraschend stellt sich der Betreiber oder Besitzer hier natürlich auf die Argumentationsseite Infrastruktur und sagt in dem Clip: wie kommen wir als privates Unternehmen dazu, Politiker zu zensieren? Ist eine durchaus spannende Frage. Wir haben ja ein Rechtssystem, und die Kommunikation hat sich innerhalb dieses Rechtssystems zu bewegen. Wenn es hier Überschreitungen gibt, dann gibt es einschlägige
Gesetze und Regeln dafür, ich sage jetzt nochmal Hakenkreuz, in Österreich Wiederbetätigungsverbot, das können Sie nicht verwenden, das ist eine Straftat. Da geht es aber nicht nur um nationalsozialistische Symbole, da spielt auch Verhetzung und so weiter rein. Und da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder mal Transgressions von, raten Sie mal, von welcher Partei. Aber letztendlich regelt unser Rechtssystem, welche Aussagen zulässig sind. Und ein Politiker hat sich daran zu halten und es wäre jetzt möglicherweise noch um einiges problematischer, wenn ein Social Network sagen würde, diese Art der politischen Werbung erlauben wir, die erlauben wir nicht. Sie könnten das, oder man könnte das vergleichen mit der Gewista oder mit jedem Anbieter von größeren Plakatportfolios. Die Gewista wird in der Regel auch nicht hergehen und zur ÖVP sagen, nein, mit der Aussage auf diesem Wahlplakat sind wir nicht einverstanden. Die agieren hier als neutraler Vermittler, wie gesagt, im Rahmen dieses Rechtssystems. So möchte sich Facebook auch verstanden wissen, nach der Argumentation von Mark Zuckerberg. Und medienpolitisch gesehen steckt da natürlich noch eine weitere starke Problematik drin. Durchaus auch ein Vergleich mit der Gewista.at in Österreich. Monopolstellung. Das alles wäre nicht wahnsinnig relevant und Cambridge Analytica hätte niemals so große Wellen geschlagen, wenn zu diesem Zeitpunkt 2016 nicht Facebook bereits eine Vormachtstellung, eine beeindruckende Größe besessen hätte, eine durchaus in diesem Bereich der privaten Social Media Networks, kann man schon sagen, Monopolstellung. Wenn Sie auch im Hinterkopf behalten, dass natürlich Instagram und WhatsApp zu Facebook gehören. Das heißt, das Problem, das wir hier demokratiepolitisch haben, entsteht in erster Linie daraus, dass ein Player an sehr vielen Schrauben drehen kann und Regeln festlegen, die ja möglicherweise Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Auf der einen Seite die Argumentation von Mark Zuckerberg, wir als privates Unternehmen, wie kommen wir dazu zu zensieren? Die ist sehr verständlich. Auf der anderen Seite, dieses private Unternehmensargument bezieht sich eben immer auf einen freien Markt, auf Konkurrenz. Wenn jetzt im Extremfall es nur ein Social Network gibt, das alle benutzen, dann gibt es natürlich sehr, sehr gute Gründe für die Politik, da genauer hinzusehen und sich die Spielregeln anzuschauen. Natürlich muss man sich bei all dem auch die Frage stellen, wie relevant ist Facebook denn tatsächlich für die politische Meinungsbildung? Und das hängt wiederum stark damit zusammen, in wie hohem Ausmaß wird das Netzwerk benutzt. Aber wie gesagt, es ist natürlich ein Grenzgang. Auf der einen Seite ist für viele digitale Businessmodelle diese Gratiszugänglichkeit überhaupt die Voraussetzung, dass sie eine gewisse Größe erreichen und dieser Umgang mit Daten oder diese personalisierte Werbung ist natürlich per se nichts furchtbar Schlechtes, wenn nicht sogar ganz im Gegenteil. Die Frage ist eben, wie viel Kontrolle habe ich als Nutzer? Und da ist natürlich durch die DSGVO, in diesem Kontext muss man das auch ganz stark sehen, sehr viel mehr passiert. Sie müssen oder zumindest müssen Ihnen, ob das jetzt Apps sind, die Sie auf Ihrem Handy installieren oder ob Social Media Netzwerke sind, die müssen Ihnen nominell Möglichkeiten geben, aus dieser ein Opt-out für diese personalisierte Werbung zu verlangen. Sie kennen das auch bei vielen App-Installationen und so weiter und sind Sie damit einverstanden, personalisierte Werbung zu erhalten. Letztendlich geht es um Transparenz und Kontrolle für den User und ich denke nicht darum, ein Social Media Advertising System umzubauen oder diese Art von Targeting eben zu verbieten. Und natürlich im politischen und im medizinischen Bereich ist das Ganze besonders sensibel. Also so in diesem Minenfeld bewegen wir uns im Groben beim Social Media Advertising und ich möchte Ihnen zum fast Abschluss der heutigen Einheit jetzt auch noch gerne, nachdem wir so lange geredet haben über Targeting und Social Media Advertising, zeigen, wie so ein Ad Manager denn in der Praxis aussieht. Das ist nicht prüfungsrelevant, also ich werde Sie keine Details fragen über den Facebook Ad Manager oder dergleichen, nur für Ihr besseres Verständnis. Morty de Saludat fragt, hat Cambridge Analytica die Zielgruppendaten auch weitergegeben oder die Zielgruppen nur selber im Auftrag der Werbekundinnen bespielt? Soweit ich weiß, nur selber im Auftrag der Werbekundinnen bespielt. Weil das sozusagen auch das Management zu diesem Zeitpunkt der API. Ich glaube auch, dass Facebook da schon begonnen hat umzubauen. Es kann sein, dass sie in einer ersten Phase wirklich Listen weitergegeben haben, aber soweit ich weiß, war Cambridge Analytica offiziell oder nach außen hin in erster Linie sogar eine Social Media Werbeagentur, wenn Sie so wollen. Würde jetzt auch das Handling einfacher machen.
Im Fall von Facebook schaut das Ganze so aus, Sie können, wenn Sie eine Facebook-Page betreiben und wie gesagt, als Privatperson kann man auf Facebook keine Werbung schalten, Sie brauchen dazu immer eine Company-Page. Schaut alles fremd aus, ich war schon so lange nicht mehr hier. Sie wissen, bei der Company-Page haben Sie die einzelnen Status-Updates, die Sie veröffentlichen. Come on, Facebook, load already. Und es gibt die Sacrebleu. Nehmen wir es mal in Steuerung R. Ja, geht doch. Es gibt recht auffällig, wenn Sie Seitenbetreiber sind, hier bei jedem Posting diesen blauen Beitrag bewerben Button. Und da sind wir eben genau bei dem, was ich Ihnen vorher erklärt habe. Sie erreichen eine bestimmte Zahl von Personen organisch. Das ist bei einer Facebook-Page, die so mit so viel Liebe und Herz betrieben wird, wie meine letzten Posting vom 10. August, ein sehr geringer Anteil. Facebook sieht auch, der postet kaum was, dem ist das wurscht. Jetzt erreiche ich nur organisch mit diesem Posting nur 150 Personen von meinen 3000 irgendwas Followern. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gern, dass das mehr Leute sehen, dann kann ich hier über dieses Beitrag bewerben, mehrere Dinge tun. Ich kann wiederum so targeten, dass ich sage, ich möchte, dass möglichst abhängig von meinem Budget, möglichst viele der bereits bestehenden Fans, denen Facebook den Beitrag noch nicht gezeigt hat, diesen Beitrag sehen. Ich möchte, dass andere das sehen und so weiter. Und wenn man da jetzt draufklickt, dann springt eben ein Fenster auf. Das ist, wenn Sie so wollen, die Facebook-Werbung für Dummies. Die ganz simple Version, Werbeanzeigen online zu stellen, falls Sie das jemals tun, Finger weg von dem blauen Button. Es gibt eine viel bessere Möglichkeit. Da stellt man ein paar Kriterien ein paar Zielgruppen, ein Budget und sagt, Beitrag jetzt bewerben und dann läuft die Werbung. Das ist die Quick and Dirty Variante. Wenn man das Ganze etwas strukturierter und genauer anbieten will, und das will man, wenn man Werbung schaltet, weil ja, in der Regel achtet man natürlich sehr genau darauf, sein Werbebudget möglichst zielgruppengerecht auszugeben. Und hier über dieses Interface hat man relativ wenig Einstellmöglichkeiten. Facebook bietet aber den sogenannten Business Manager an. Kann man zugreifen über businessfacebook.com. Registrierung ist gratis und das ist ein Verwaltungstool für Company Pages, aber eben auch für Werbeschaltungen. Das heißt, in diesem Tool verwalten Sie Ihre Werbekonten und ich nehme jetzt einfach nur mal so von einem meiner Kunden das Werbekonto. Sie sehen da drin dann die verschiedenen Kampagnen, die gelaufen sind. Und was ich Ihnen gern zeigen möchte, das Tool ist nicht besonders schön und hat ungefähr den Charme einer hässlich formatierten Excel-Tabelle, aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Logik einer Kampagnenerstellung. Wenn Sie eine neue Kampagne erstellen, mit diesem grünen Button, ist einmal die erste Frage, und das sind die sogenannten, oder das ist das sogenannte Kampagnenziel, was möchten Sie mit Ihrer Werbeanzeige erreichen? Facebook ist bei den anderen Netzwerken sehr ähnlich strukturiert, das ist teilweise im Detail ein wenig anders benannt, aber die Logik und das Prinzip ist dasselbe. Bekanntheit, Erwägung, Conversion. Ich habe Ihnen erklärt das letzte Mal, dass bei der Online-Werbung einer der Vorteile für Werbetreibende darin besteht, dass sie für die Klicks bezahlen auf das Werbemittel und nicht notwendigerweise für die Ausspielung. Hier können Sie sich das aussuchen. Wenn Sie hier Bekanntheit wählen, dann bezahlen Sie dafür, dass möglichst viele Personen Ihre Werbeanzeige sehen. Hier bei Erwägung können Sie andere Ziele auswählen. Traffic würde eben bedeuten, Ihre Werbeanzeige enthaltet einen Link und Sie bezahlen dann dafür, wenn jemand auf diesen Link klickt. Die Netzwerke gestalten ihre Preise natürlich so, dass es letztendlich auf ähnliche Summen rausläuft. Der Grund, warum, also das 1000 Leute zu erreichen, in vielen Fällen auf ähnliche Budgets rausläuft, der Grund, warum Traffic oder eben ja, andere Ziele in der Regel die bessere Idee sind, ist, weil es das eben zu einem höheren Grad zur Aufgabe des Netzwerks macht, die Werbung den passenden Personen anzuzeigen. Der dritte Bereich Conversions, das bezieht sich jetzt auf die vorher angesprochenen Tracking-Pixel. Um diese Conversion-Tools nutzen zu können, müssten Sie vorher dieses Pixel in Ihre Homepage einbauen und könnten dann auch eben für bestimmte Aktionen bezahlen. Ich nehme hier mal Traffic. Wir können hier auch einen Namen für unsere Kampagne eingeben. Und so. So und weiter.
Und hier kommt der für uns interessante Teil. Es ist jetzt von der Facebook gliedert es so, dass eine Kampagne mehrere Kampagnengruppen enthalten kann, nicht so relevant, interessant ist. Wir haben hier Traffic ausgewählt. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir diese Anzeige schalten wollen, eine URL angeben, also eine Webadresse, wo der Klick dann hinführen soll. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite unsere Zielgruppendefinition. Wie kommt die zustande? Hier unten bei der Zielgruppe müssen Sie immer einen Standort auswählen. Standardmäßig, ich habe jetzt einfach neue Kampagne gemacht, nimmt Facebook das Land, in dem man sich befindet, Alter 18 bis 65 plus und alle Geschlechter. Das sind jetzt, wenn Sie so wollen, die 4,5 Millionen Accounts, die 4,5 Millionen Facebook-Accounts, die es in Österreich gibt. Sie wissen vielleicht, es gibt keine 4,5 Millionen Accounts, aber über dieses Tool schalten Sie Werbung für Facebook, Instagram und auch WhatsApp und insgesamt geht sich das dann sehr gut aus mit den 4,5 Millionen Accounts. Das heißt, wenn Sie so wollen, das, was wir jetzt hier eingestellt haben, ist die breitestmögliche Zielgruppe, alle Österreicher, die man irgendwie über Facebook erreichen kann. Das ist genau das, was man in der Regel natürlich nicht will. Ich springe jetzt nochmal hier nach oben. Bevor wir unser Targeting anlegen, diese Sonderelemente ignoriere ich jetzt einfach mal, ist der nächste Schritt das Budget. Das Budget, das Sie ausgeben, definiert natürlich, wie viele Personen Sie maximal erreichen können. Das heißt, um diese 4,5 Millionen zu erreichen, bräuchte man natürlich sehr viel mehr, als um eine spezifischere, kleinere Zielgruppe zu erreichen. Standardmäßig ist jetzt hier ein Tagesbudget von 20 Euro eingestellt und ein Startdatum, also man kann natürlich auch ein Enddatum dazu eingeben. Ansonsten läuft die Kampagne so lange, bis man sie wieder händisch wendet. Und Facebook sagt uns jetzt oder schätzt da Tagesergebnisse, wenn wir am Tag 20 Euro ausgeben, dann erreichen wir mit dieser Kampagne schätzungsweise 3.300 bis 9.600 Personen und bekommen irgendwas zwischen 64 und 190 Klicks. Jetzt hat Facebook natürlich keine Kristallkugel, sondern das sind Erfahrungswerte von ähnlichen Kampagnen. Wir legen hier jetzt nur mal das Targeting fest, aber noch kein Werbesujet. Und wie viele Leute jetzt drauf klicken, hängt natürlich auch vom Sujet ganz beträchtlich ab. Das heißt, wir werden uns für ein bestimmtes Tages- oder eben Gesamtbudget entscheiden. Und dann unsere Zielgruppe eben ja, verfeinern. Wie gesagt, hier Österreich 18 bis 65, Geschlecht, alle Geschlechter und was uns hier interessiert ist eben das detaillierte Targeting. Wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, dann sind wir hier bei diesem Suchfeld, ich mache es etwas größer, wo man jetzt eben, wie Facebook es nennt, Demografie, Interessen oder Verhaltensweisen eingeben kann. Da sind Sie auf diese Liste oder diese Interessen, die Facebook anbietet, angewiesen. Die gibt's, müssen Sie mit Autocompletion arbeiten. Hier zur Demonstration. No. Sehr langsam heute. Schweißen, weil ich vorher das Beispiel hatte. Wenn Sie jetzt hier Schweißen eingeben, dann bietet Ihnen Facebook auch passende Lichtbogen, Schweißen und so weiter. Unterkategorien an und sobald ich hier etwas eingegeben habe, kann ich mir zusätzliche, also verwandte Interessen vorschlagen lassen, Entschuldigung. Und Sie sehen jetzt mit diesem Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen sind es immer noch 270.000 Personen, also immer noch recht viel. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte nur Lehrlinge in diesem Bereich erwischen und setze das mal von das Alter von 15 bis 18, dann sehen Sie, geht hier die Zielgruppe auch natürlich in Echtzeit runter und wir haben nur mehr 5.800 Personen. Sie können hier mehrere, also wenn Sie es so wie ich es jetzt gemacht habe, mehrere Kriterien ankreuzen, dann ist das eine Oder-Verknüpfung, das heißt, dann muss ich für irgendeines dieser Interessen interessieren. Man kann das auch weiter eingrenzen, indem man das Ganze mit und verknüpft, ich sage jetzt, da muss ich für Maschinenbau und Haustiere interessieren. Und schränken das damit weiter ein und haben noch 3.900 Personen. Also das ist so die grundlegende Logik dieses Systems. Das Targeting über Interessen. Die andere Option, was ich Ihnen vorher gesagt habe, diese Lookalike Audiences oder Targeting über
Personen, die bereits Fan deiner eigenen Seite sind und so, das ist auch möglich. Und hier im Bereich, was würden wir hier so bei Neu erstellen, Ziel, hier können Sie eben diese Custom Audiences oder Lookalike Audiences erstellen. Und dann ist natürlich auch noch ein wichtiger Schritt, die passenden Platzierungen auszuwählen. Über dieses Facebook-Werbetool, ich habe es vorher schon gesagt, bespielen Sie mehrere Plattformen, nämlich Facebook, Instagram, den Messenger, in Kürze auch WhatsApp und das sogenannte Audience-Netzwerk. Das sind weitere Drittseiten, die über das Facebook-Werbeportfolio verwaltet werden. Diese Platzierungen sind hier nochmal geteilt. Es gibt ja viele Stellen, an denen auf Facebook Werbung angezeigt wird. Newsfeed, wahrscheinlich die wichtigste. Dann gibt es natürlich die Stories, InStream für Videowerbungen, Werbung in der Suche, Werbung in Nachrichten und so weiter und so weiter. Also hier würden Sie eben die passenden Platzierungen aussuchen. Wenn ich hier auf Feed klicke, habe ich auch die Möglichkeit, hier noch zwischen Facebook, Instagram, Feed, Marke, verschiedenen Feeds eben zu unterscheiden. Also das muss man sich dann auch natürlich überlegen. Den Rest haben wir eingestellt und im nächsten Schritt lege ich dann die eigentliche Werbeanzeige an. Das bedeutet, Werbeanzeige selber besteht dann aus dem jeweiligen Text und dem Werbesujet. Das können verschiedene Multimedia-Dateien sein, man kann Bilder als Werbeanzeigen schalten, eine Serie von Bildern, das sind die sogenannten Karussell-Ads, wo dann die Bilder durchscrollen, man kann Videos verwenden, reine Textwerbungen gingen auch, sind aber nicht sehr üblich in diesem Bereich natürlich. Und damit, wenn wir jetzt das Bild und den Text hochgeladen haben und den Link eingetragen, überprüft Facebook unsere Kampagne und dann geht die in der Regel innerhalb von wenigen Minuten online und wird dann eben an die Personen ausgeliefert, die wir in unserem Targeting definiert haben. Der Grund, warum ich Ihnen das hier zeige, Sie sehen, die Bedienung dieser Systeme ist relativ simpel. Wenn Sie jetzt selber mal sowas machen, dann ja, vielleicht eine gute Idee, sich ein Tutorial anzuschauen. Ich bin jetzt sehr schnell hier durchgesprungen, aber es ist wirklich nichts, was man nicht in einem Nachmittag recht easy lernen könnte. Die Schwierigkeit oder gute Facebook-Kampagne, wie baut man gute Facebook-Kampagnen, da liegt sehr viel am Testen. Sprich, in der Regel, wenn Sie Social-Media-Werbung für ein Unternehmen betreiben, funktioniert das nicht. Es gibt zwar kurzfristig orientierte Kampagnen, wo Sie sagen, ich habe in 2 Monaten eine Veranstaltung, dann möchte ich Tickets verkaufen, mache jetzt eine Kampagne dafür. Das wirkliche Potenzial von Social-Media-Werbung liegt in längerfristigen Kampagnen. Das heißt, Sie würden jetzt in der Regel nicht eine einzige Anzeige anlegen, sondern Sie arbeiten mit verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Sujets und vergleichen die Ergebnisse und lassen sozusagen jeweils die Zielgruppen weg, die nicht so gut funktionieren und die Sujets, die nicht so gut funktionieren und kommen dann im Laufe der Zeit zu einer Kombination aus Targeting und Anzeigen, die idealerweise möglichst gut funktioniert und möglichst hohe Conversion-Raten bringt. Das ist so im Großen und Ganzen, das sind die Grundzüge des Social Media Advertising eingebettet oder das Modell, das man dafür verwendet, oder sagen wir mal so, das Framework, das definiert, welche Werbung für welche Arten von Zielgruppen sinnvoll ist, ist eine Erweiterung des AIDA-Modells. Das kennen Sie wahrscheinlich als Werbevorlesungen. Attention, Interest, Desire, Action. Mit dem AIDA-Modell und mit dem Thema Conversions im Social-Media-Bereich beschäftigen wir uns beim nächsten Termin näher. So, Blick in den Chat. Enjoy Me schreibt, mir hat letztens jemand bei einer Befragung erklärt, dass er zum Beispiel niemals einen beworbenen Beitrag teilen würde und grundsätzlich negativ eingestellt ist. Gibt es dazu ungefähre Zahlen, wie sich Konsumenten bei Anzeigen anders verhalten als bei nicht beworbenen Beiträgen? Ja, gibt's und das ist sehr, ich sag mal, das ist ein durchaus typisches Verhalten. Konkrete Zahlen habe ich nur von LinkedIn. Ich nehme mal an, dass die sich jetzt in ihrem Verhältnis nicht wahnsinnig unterscheiden werden. Bei LinkedIn Company Pages ist es so, dass normale Status-Updates im Durchschnitt 6-mal so viele Social Actions erhalten, also Likes und Kommentare, und 3-mal mehr Klicks als bezahlte Anzeigen. Das ist ein ganz klares Verhältnis. Es ist ja auch, wenn wir einen Blick auf die Facebook-Startseite werfen, das ist ein ganz relevantes Thema natürlich. Die grundlegenden Regeln der Werbekennzeichnung
gelten natürlich auch für Social-Media-Netzwerke. Das heißt, wenn wir hier eine Werbung angezeigt bekommen, dann weist Facebook da schon recht deutlich hin mit dem Gesponsert. Das ist bei den anderen Netzwerken ganz ähnlich. Und ja, diese Werbeblindheit, die Sie ansprechen, die spielt eine beträchtliche Rolle. Einer der Gründe, warum organische Reichweite meistens besser funktioniert, wenn es einem wirklich gelingt, die richtigen Inhalte zu finden. Und auch ein Grund für die Popularität von Native Advertising Formaten. Aber spielt sicherlich eine ganz, ganz starke Rolle. Ich kenne auch einige Leute, die sagen, das tue ich grundsätzlich nicht. Ich persönlich gehe da manchmal meiner boshaften Ader nach und schreibe ganz gerne Kommentare zu Werbeanzeigen, wo ich mir denke, das Targeting haut so gar nicht hin. Rotzlöffel fragt, sind das entweder oder Einstellungen oder sowohl als auch vorhin beim Ad Manager? Beides. Wenn Sie mehrere Interessen auswählen, ist das immer eine oder Verknüpfung. Sie können dann aber mit dem, nochmal zurück kurz, Sie können dann aber mit dem, also hier bei dem detaillierten Targeting, wenn Sie hier mehrere Adressen eingeben, dann ist das eine Oder-Verknüpfung, aber hier mit, das kann ich jetzt im zweiten, hier weitere Optionen, mit weiter eingrenzen, kann ich es mit und verknüpfen, also dass er sich für beide Sachen interessieren muss. Mit ausschließen, das wäre die Not-Verknüpfung. Also muss sich für Schweißen interessieren, darf sich aber nicht für Haustiere interessieren, soll sich für Schweißen und für Haustiere interessieren, soll sich für Schweißen oder Haustiere interessieren. Diese drei Verknüpfungsmöglichkeiten gibt es und mit dieser Bullschen Logik kann man natürlich schon, vor allem auch in Kombination mit dieser Anzeige, wie viele Personen man erreicht, kann man da schon recht gut zielgerichtet arbeiten. Kann man zum Beispiel genau Architekten targeten oder wie genau geht das? Da sind wir genau jetzt bei dem Unterschied zwischen verschiedenen Netzwerken. Sie tragen ja auf Facebook nicht Ihren Beruf ein. Anders gesagt, Sie können Ihren Beruf am Profil eintragen, aber viele tun das nicht. Facebook wird auch viel privat genutzt, das heißt, woher soll Facebook wissen, dass jemand Architekt ist? Wenn er es einträgt, könnte man das natürlich auslesen, aber bei Facebook ist es in erster Linie das Verhaltensprofil, aus dem Facebook errät oder prognostiziert, dass jemand Architekt ist oder sich zumindest für diesen Bereich interessiert. Bei LinkedIn wäre es so, dass Sie tatsächlich auf die Branche, wie die Personen selber auswählen, targeten können. Oder auch auf den Jobtitel, auf Architekt. Also das sind auch die, da gibt es beides, das hängt vom jeweiligen Netzwerk ab, welche Möglichkeiten man da jeweils zur Verfügung hat. Gut, ich glaube, die Fragen sind beantwortet. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nächste Woche, dann schon im Dezember, geht es mit dem AIDA-Modell weiter. Denken Sie auch daran. Ende November, ich glaube den 31. hatten wir, Abgabefrist für die erste Übungsarbeit. Danke fürs Dabeisein. Bis nächste Woche.